Johann, was ist der Unterschied eigentlich zwischen dem Thai-Boxen hier in Thailand und international? Also aus meiner Erfahrung nach ist die individuelle Förderung einfach ganz anders. Es wird hier mehr darauf Wert gelegt, welcher Stil zu welchem Kämpfer passt. Also in Muay Thai hast du zum Beispiel mehrere verschiedene Stile. Da gibt es den Muay Mat, der sich eher auf Box- und Low-Kick-Kombinationen konzentriert, um mit sehr viel Druck den Gegner auszunocken. Dazu muss man wissen, halt mit Boxen und Low-Kicks bekommt man in Muay Thai keine Punkte. Es sei denn, es richtet einen großen Schaden an, der Kopf fliegt zurück, der Fuß knickt ein, oder dann bekommst du schon Punkte. Aber es ist auf jeden Fall einfacher, Punkte mit normalen Mittelkicks zu erzielen. Und deswegen ist es halt für einen Muay Mat, da geht es wirklich nur ums K.O. Da sind der zermürbt und da sind der ausnockt in die ersten paar Runden. Und der Muay Mat, der ist spezialisiert auf was, hast du gesagt? Boxen und Low-Kick. Boxen und Low-Kick-Kombinationen und Druck nach vorne. Also der macht das nicht den Rückwärtsgang oder so, sondern der geht die ganze Zeit vor, wurscht was ist, blockt den Kick und kontert mit einer Box-Low-Kick-Kombination, Einzel-Low-Kicks, Einzelhände. Der muss auf Schaden gehen oder was, auf K.O.? Sonst genau, ohne der Punkte. Muss auf K.O. gehen. Ramon Dekker zum Beispiel ist das beste Beispiel. Ja. Ramon Dekker, Koban, Sexan ist ein Muay Mat, aber der macht auch viele Knie. Ist ein sehr, sehr gefährlicher Stil. Und vor allem, du kannst solche Leute nicht stoppen, weil das ist, also schwer stoppen. Es liegt nämlich in seiner Natur, dass er genau das ist. Und das ist das, was ich meine. Du kannst schon einen Kämpfer so erziehen, dass er so kämpft, wie du ihm das lernst. Aber hier in Thailand ist mir aufgefallen, werden Kämpfer auf einem gewissen Niveau so trainiert, was zu seinem Charakter passt, was zu seinem Wesen passt. Ja? Das ist ein kleiner, stämmiger, aggressiver Junge mit einer guten Ausdauerleistung, wird nach vorne geschickt, wenn er das will. Ja? Und dann gibt's zum Beispiel einen dünnen Schmächtigen, der sich viel Gedanken macht um den Kampfsport und wie er seine Kicks, wie er seine Techniken anbringt, wie er dem anderen die Deckung runterzieht, der wird dann eher unterrichtet in Fakes und Feints und wie er mit Tricks zu einem K.O. kommt oder seine Punkte erzielt. Das nennt man dann einen Muay Femur. Muay Femur sind gut im Boxen, Kicken, Clinchen, Knie, Vorwärts, Defensiv. Also die können sich halt in jeder Situation anpassen, so quasi in einem Kampf wie das Wasser sein. Ja? Wenn es der Gegner aktiv ist, ist der Muay Femur passiv. Wenn er passiv ist, ist er eher aktiv, aber nicht im Rein, nicht aggressiv. Ja, dann gibt es auch den Muay Khao, das ist der Kniekämpfer. Das ist auch sehr, sehr hart gegen solche Kämpfer zu kämpfen, weil der kommt auch die ganze Zeit vor. Der will die ganze Zeit in die Ellbogen- und Kniedistanz. Der will clinchen, weil er sehr gut clincht, weil er stark ist im Clinch, weil ihm das von der Ausdauer nichts abnimmt. Und man muss natürlich, musst du mal schaffen, 5x3 Minuten den dann auf in deine Distanz zu zwingen. Wenn du jetzt ein Muay Femur, du bist gut in der Distanz, du willst jetzt den Muay Khao natürlich auf Distanz halten, weil warum solltest du ihm die Möglichkeit geben, sein bestes Werkzeug auszuspielen, weil er wahrscheinlich außer dem Clinch und Knie und Ellbogen dann verloren ist. Weil er muss dann in seine Distanz, er muss in seine Schlag-, Kick-, Knie- und Ellbogendistanz. Und wenn du ihn davon abhältst, gewinnst du nach Punkten, kannst du ihn wahrscheinlich auch mit ausnocken mit einem Fake, wenn er irgendwann die Hände runterzieht. Aber du musst ihn mal auf Distanz halten, das ist das Schwierige, weil vorwärts gehen ist einfach, rückwärts gehen ist extrem schwierig. Und irgendwann stehst du an, dann musst du seitlich gehen, und wenn der seine Arbeit macht und dich am Seil drückt, das ist schwierig. Ja. Werden die Leute hier nach ihren Talenten, also ob das jetzt jemand ist, der eher nach vorne zu schicken ist oder eher ein Techniker ist, werden die nach ihren Talenten auch hier trainiert oder wird da jeder gleich trainiert? Zu Beginn auf jeden Fall
ist es genauso ein Fließband-Training wie überall auch. Aber wenn sich aus dem dann ein Kämpfer entwickelt, dann wird geschaut bei den Kämpfern, okay, wie verhält er sich, was macht er, in was ist er gut, auch beim Training, beim Sparring. Man schaut, wo fühlt er sich wohl und versucht dann die Stärken auszubauen. Natürlich auch auf die Schwächen Wert zu legen, aber hauptsächlich werden die Stärken verstärkt und natürlich auch die Schwächen ausgebessert. So ist das zumindest aus meiner Erfahrung. Ich war hier in Thailand auch nur in 2 Gyms, also das ist auch meine Perspektive und das ist auch mein Gefühl, was ich eben von anderen Trainings habe in Europa. Und wenn ich mir auch K1 Glory anschaue, zum Beispiel, da sieht man es extrem. Es ist immer, Feuer wird mit Feuer bekämpft und der Stärkere gewinnt. Also es ist ganz selten jemand, der versucht, schlauer zu sein als jemand anders im K1. Das ist halt, da hat man zum Beispiel dann in City Chai Sitzung Benong, der kommt vom Muay Thai, der hat, ich glaube, der ist Lumpini-Champ gewesen in Muay Thai. Er kommt von einer ganz anderen Disziplin und ich hab beide Disziplinen gekämpft, K1 und Muay Thai, und es ist so ein großer Unterschied wie bei Basketball und Handball. Du kannst es einfach nicht vergleichen, weil die Pace ist anders. Du kannst dich, wenn einer sich fetzen will, du kannst dich auf Ellbogen verlassen, du kannst ihn abklinschen, die Punkteverteilung ist anders. Und dann kommt eben dieser Thai aus einer anderen Disziplin und hat die besten Kämpfe auf der ganzen Welt fertig gemacht. Das ist Wahnsinn. Nur, was hat er gemacht? Er hat Jab, also er ist Southpaw, er ist Rechtsausleger. City Chai. City Chai ist ein Rechtsausleger und perfekt er hält seine Distanz perfekt, das heißt, er distanziert den Gegner optimal, stoppt ihn mit seinen starken Kicks zur Leber, Tipps, hintere gerade, Uppercut, bewegt sich seitlich und hat demnoch auch einen super Mix aus Verteidigung und Angriff. Das heißt, er verteidigt, kontert, greift an und hat keine Angst, dass er das über die Distanz ausführt. Er hat keinen Stress, dass er ihn ausdrückt. Er muss nicht vorgehen, weil er weiß, weil ihm jederzeit bewusst ist, wie weit er in dem Kampf vorne ist. Er weiß, ob er vorne ist, er weiß immer, wo er gerade ist und das ist jetzt doof gewesen, aber er weiß, wie er das Tempo regulieren muss, oder? Genau, er reguliert das Tempo so, dass er den Kampf gewinnt. Er muss keinen Knockout erzwingen. Wenn es passiert, passiert es bei ihm. Und ja, für mich einer der besten K1-Kämpfer, die es je gegeben hat. Was ist der Unterschied jetzt? Full Muay Thai und K1, was darf man beim K1 nicht? Beim K1 darfst du keine Ellbogen, kein Clinch, Kicks fangen schon. Ich glaube, die Regeln haben es geändert, man darf nicht mehr werfen und man darf nur eine Aktion und die muss sofort, also man darf jetzt zum Beispiel den Kick nicht fangen, kurz warten und dann Aktion, sondern die Aktion muss sofort passieren, sonst wird getrennt. Mhm. Im Clinch wird sowieso getrennt, ein Knie, und im Muay Thai hast du Clinch solange was passiert, solange nicht blockiert wird von einem der Kämpfer, wird auch nicht getrennt. Wobei, heutzutage in die großen Stadien wie Lumpini und Rajadamnern wird jetzt auch schon öfters getrennt, weil die mehr Action haben wollen, ja, für die Ausländer. Weil wenn du keine Ahnung hast von Clinchen, dann siehst du auch nicht die Raffinesse dahinter und du siehst auch nicht, was gerade passiert. Es ist wie wenn sich jemand den Floyd Mayweather anschaut, der denkt sich, der rennt davon. Dabei ist er einfach ein Genie in dem, was er tut. Und du hast gestern zu mir gesagt, Werfen ist dafür gibt es extrem viele Punkte und das könnte sogar noch einen Kampf umdrehen, wenn man vorne ist nach Punkten und nicht aufpasst, dass man dann den Kampf noch verliert durch einen Wurf. Was steckt da dahinter? Was viele nicht wissen, ist, dass das Scoring und die Punktverteilung in Thailand ist ganz anders, als wenn du Muay Thai in Australien oder Europa oder wo sonst auch kämpfst. Ja? Das beginnt dabei, dass man in die ersten 2 Runden keine Punkte bekommt, es sei denn, du hast einen Knockdown, damit das schon berücksichtigt, aber du kannst so viel Gas geben, was du willst in die ersten 2 Runden, das interessiert keinen. Deswegen werden keine Würfe gemacht, es werden keine schlauen Taktiken gezeigt. Es wird versucht, den Gegner zu schädigen mit Low-Kicks, Boxen oder auszunocken. Das ist die Strategie für die ersten 2 Runden.
und die besten Punkte bekommt man, oder die meisten Punkte bekommt man dann in der dritten und der vierten Runde. Wenn man jetzt zum Beispiel einen relativ ausgeglichenen Kampf hat, ja, sagen wir, ich treffe um ein bisschen mehr als mein Gegner und er wirft mich in einer Runde, in der dritten oder vierten, dann gehört ihm die Runde. Das ist, er demonstriert, dass er der Stärkere ist, er demonstriert, er hat eine bessere Balance als ich. Das ist eben das Wichtige im Muay Thai, die Balance. Du kannst deinen Kick blocken, ich zeig das kurz mal vor. Du kannst einen Kick blocken und du verlierst die Balance. Es ist kein Treffer, aber es ist trotzdem ein Punkt für den anderen. Weil er hat gezeigt, dass er mit seiner Kraft mich aus der Balance bringen kann. Und somit, es ist echt sehr komplex, es ist leid, und das taugt man auch an dem Ganzen. Es ist, ja, du kannst eine 10er-Box-Kombination werfen und die Ringrichter wird sich interessieren. Und wenn der blockt, okay, der kann die Hände unterm, er wird kassiert, 10 Schläge, Kick, ja, der mit dem Kick gewinnt. Jetzt das ist das Lustige. Mir haben nämlich ein paar Leute schon gesagt, hey, warum machst du mit den Leuten so viel Balance-Training? Wir verstehen es bei zum Beispiel MMA oder dergleichen, dass man es braucht, weil auch hier der Wechsel zwischen den verschiedenen Disziplinen stattfindet und oft der Disbalance stattfindet. Aber die Thai-Boxer stehen ja alle relativ stabil und flach im Vergleich jetzt zu anderen, wie zum Beispiel zum Point-Fighting oder sowas. Aber das stimmt ja dann gar nicht. Ne? Also das Balance-Training hat dann schon hier seinen Sinn, oder? Ich würde sogar sagen, das Wichtige ist das im MMA. Ja. Weil du zu jeder Zeit deine Balance haben musst. Jetzt auch wenn du Boxen kickst, du verlierst einfach nützliche Punkte, wenn du die Balance verlierst im Clinch. Aber da hast du in MMA auch. Wahrscheinlich ist sie auch gleichwertig. Aber auf jeden Fall ist sehr, sehr wichtig die Balance. Ich habe die ersten 4 Wochen, wo ich hier trainiert habe, wo du noch nicht da warst, habe ich sehr viel Balance-Training auch am Samstag machen müssen. Also jeden Tag war das. Kick, Block. Dann natürlich wichtig ist vorne lehnen, weil wenn du zurück bist, du kannst die Balance nicht gut halten. Also Körper nach vorne, rechter Kickblock, linker Kickblock, Clinchblock, zurück und wieder in die Ausgangslage. Das war mein Training. Die ersten 4 Wochen habe ich das entweder nachmittags oder früh mindestens 3 Runden gemacht, beide Seiten. Und weil das einfach sehr wichtig ist. Keine Punkte verlieren, keinen einzigen Punkt. Und ja. Also man sieht, ich könnte da noch Stunden reden über Muay Thai, ich bin komplett, ich liebe es, es ist einfach zu geil. Wir werden das auch noch vertiefen. Danke für den Input mal jetzt hier, gell?